Ja, die Hälfte von der Wiesn ist vorbei. Wir haben heute den zweiten Wiesn-Sonntag, aber jetzt den Wolfgang Wenger neben mir steht, den Pressesprecher der Münchner Polizei. Und ihr habt auch schon mal eine Zwischenbilanz gezogen. Wie schaut denn die aus? Also wir haben eine Zwischenbilanz gezogen heute und das heißt, dass nach 8 Tagen, kurz gesagt, wir sind sehr zufrieden. Wir haben natürlich viel zu tun gehabt, klar, das wussten wir, das ist Wiesn. Aber wenn man anschaut, unsere Zahlen sind so ungefähr im Bereich des letzten Jahres. Ja. Wir haben leicht rückläufige Zahlen, aber gestern alleine waren wir schon 224 Mal im Abend unterwegs. Da sieht man mal, wie viel da los ist. Bei so einen Zahlen gehen wir schon ans Limit und ein Stück drüber raus. Und wir haben aber die einzigen Steigerungszahlen momentan im Taschendiebstahlsbereich. Da haben wir gestiegene Zahlen, haben aber auch wesentlich mehr Festnahmen. Also da sind wir sehr erfolgreich. Wir haben also gestern eine Profi-Taschendieb-Bande festnehmen können mit 5 Leuten. Das ist selten, dass man die so auf frischer Tat erwischt. Und haben auch Gott sei Dank einige Maßkrugschlägereien weniger. Also kurz gesagt, wir sind zufrieden. Eine normale Wiesn einfach. Eine normale Wiesn. Wenn man sich jetzt mal so die alte Wiesn betrachtet, da war es ja bisher immer so, dass eigentlich nie was los war oder kaum Einsätze waren. Jetzt habe ich gehört, heuer das erste Mal habt ihr einen größeren Einsatz gehabt. Also es ist nach wie vor so, dass die alte Wiesn für uns schon ein Musterbeispiel eigentlich ist. Auch dort sind Leute, da gibt es Alkohol und die alte Wiesn ist für uns eigentlich kein Tatort. Also es passiert da gleich null. Aber natürlich, es sind Menschen dort, es gibt Alkohol und jetzt haben wir das erste Mal auf der alten Wiesn auch eine Maßkrugschlägerei gehabt. Das haben wir das erste Mal. Aber das ist auch so, ein Schweizer Tourist mit einem Unbekannten, wir wissen nicht woher, plötzlich ist ein Maßkrug geflogen und es war unnatürlich, wenn da nie was passieren würde. Aber insgesamt ist ganz klar und deutlich zu sagen, die alte Wiesn ist für uns eigentlich kein Tatort. Was war denn so der kurioseste Einsatz eigentlich bisher? Das werden wir oft gefragt, was ist kurios? wenn wir unseren Tagesablauf sagen, was für uns oft ganz normal ist, dann ist das für manchen kurios. Ja. Also eins habe ich erlebt auf der Wiesn, dass ich bin ja schon so lange auf der Wiesn und es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben Leute, die am Klo in der Hose vergessen und dann plötzlich nackt rumlaufen. Wir haben natürlich Leute in diesem Jahr, klar, das ist auch wieder, dass jemand onanieren durch ein Bierzelt rennt. Also so eine Dinge, das sind natürlich abscheulich, aber es gibt also ganz verschiedenste Sachen. Jetzt gibt es ja erhöhte Einsatzzahlen auch in der Stadt München durch das Oktoberfest. Gibt es da irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, wir sehen also schon, natürlich sind sehr viele Leute da. Das heißt also sehr viele Touristen da, aber es ist eine hohe Polizeipräsenz da. Das heißt, wir sehen natürlich sehr viel, man sieht uns sehr viel. Und da merkt man natürlich, klar, wenn so viele Gäste da sind, im Rotlichtbereich sind einige unterwegs immer. Und da müssen wir schon schauen. Aber wir sind präsent rund um die Uhr. Also wir haben alles im Griff. Wunderbar. Dann auf eine weiterhin friedliche Wiesn. Dankeschön. Eine normale Wiesn reicht uns. Eine normale Wiesn reicht. Okay, alles klar. Danke. Dankeschön für das Interview. Dankeschön auch.